das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Konstantin Schreiber. Guten Abend zu recht später Stunde. Schön, dass Sie bei uns sind. Und ein herzliches Willkommen auch von mir. Was genau ist dem iranischen Präsidenten heute bei einem Hubschrauberflug in einer abgelegenen Bergregion im Nordwesten des Irans widerfahren? Seit Stunden wird nach dem Helikopter gesucht. Angeblich soll es einen ersten Kontakt geben. In verschiedenen Berichten ist von einem Absturz die Rede. Während der oberste geistliche Führer Khamenei die Iraner dazu auffordert, für den erzkonservativen Präsidenten Raisi zu beten, häufen sich die Spekulationen über die Ursachen des Unfalls. Katharina Willinger. Staatliche Medien zeigen Rettungs- und Einsatzkräfte heute rund um die vermutete Absturzstelle. Seit dem frühen Nachmittag suchen Teams nach dem Helikopter des iranischen Präsidenten Raisi. Starker Nebel, Regen und bergiges Gelände würden die Sucharbeiten massiv erschweren. Es sind 40 Rettungsteams, bestehend aus jeweils 5 Einsatzkräften in der Region unterwegs. Wir haben auch Drohnen im Einsatz, aber aufgrund des dichten Nebels haben wir damit keinen Erfolg. Raisi hatte am Vormittag ein gemeinsames Staudammprojekt mit dem Nachbarland Aserbaidschan in der Grenzregion eingeweiht. Begleitet wurde er unter anderem vom iranischen Außenminister Amir Abdollahian. Auf dem Rückweg brach er Kontakt zu ihrem Helikopter ab. Regierungsmedien sprachen erst von einer harten Landung. Mittlerweile gehen viele von einem Absturz aus. Über den Verbleib der 9-köpfigen Besatzung gab es am Abend noch keine Informationen, ebenso wenig zu den Ursachen. Irans erster Mann im Staat, Religionsführer Ali Khamenei, war am Abend darum bemüht, Ruhe zu verbreiten. Die Menschen sollen sich keine Sorgen machen. Die Regierungsgeschäfte laufen weiter. Und so Gott will, wird der Präsident in die Arme des Volkes zurückkehren. Khamenei rief die Bevölkerung zudem dazu auf, für Raisi und seine Begleiter zu beten. In einigen Städten, darunter in der Hauptstadt Teheran, folgten Regierungsanhänger seinem Aufruf. Innerhalb der Führungsriege gilt Raisi als möglicher Nachfolger von Religionsführer Khamenei. Viele Iranerinnen und Iraner sehen Raisi allerdings äußerst kritisch. Der seit 2021 regierende Hardliner und ehemalige Richter gilt als mitverantwortlich für den Tod von tausenden Oppositionellen und Regierungskritikern in den 80er Jahren. Auch die Frau-Leben-Freiheit-Proteste im Herbst 2022 wurden unter seiner Regierung brutal erstickt. Die Such- und Rettungsarbeiten sollen auch in der Nacht weitergehen, heißt es. Hilfe wurde unter anderem von der Türkei angefordert. Bis morgen früh könnte es Klarheit über den Verbleib des Helikopters und der Insassen geben. Katharina Willinger in Istanbul. Es ist nun längst Nacht geworden. Wie ist der aktuelle Stand der Suche? Du hattest es ja in der Moderation gerade schon angesprochen, dass es einen Kontakt mittlerweile geben soll. Das ist sehr unklar bislang. Das heißt, es hätte ein Signal des Hubschraubers gegeben, das empfangen worden sein soll. Und man hätte mindestens einen Insassen bzw. das Mobiltelefon des Insassen erreichen können. Das ist aber unklar. Heißt das, es wurde geortet oder heißt das, man hat direkten Kontakt zu jemand aufnehmen können? Also viele Fragen. Die Türkei hat mittlerweile bestätigt, dass sie eine spezielle Drohne geschickt haben und einen Hubschrauber, der auch in der Nacht weitersuchen kann. Zudem seien mehr als 30 Spezialisten für die Bergrettung geschickt worden. Also ist viel in Gang gesetzt worden. Aber wie gesagt, die Widrigkeiten, die sind massiv, beziehungsweise für die Suche natürlich nicht ideal. Katharina, um das nochmal so ein bisschen zu sortieren, welche Bedeutung hat der Präsident für das Land und die Menschen und wie lässt sich die Stimmung im Iran beschreiben? Also Raisi ist ja seit 2021 Präsident des Irans. Er ist ein Hardliner. Er gilt als Zögling von Ayatollah Ali Khamenei und er könnte auch sein Nachfolger werden. Er wird zumindest innerhalb der Führungselite als ein möglicher Nachfolger gehandelt. Aber das habe ich im Beitrag ja gerade auch schon anklingen lassen. Er ist sehr, sehr umstritten, beziehungsweise man muss es direkt formulieren. Er wird von vielen Iranerinnen und Iranern sehr kritisch beäugt. Sie demonstrieren ja auch zum Teil gegen ihn und seine
seine Regierung. Sie nennen ihn Blutrichter, das ist sein Spitzname. In den 80er Jahren hat er sehr viele Urteile gegen Oppositionelle und Regierungskritiker gefällt, die dann hingerichtet wurden. Und eben auch die letzten großen Proteste hat er blutig mit niederschlagen lassen. Das heißt, nicht alle sind natürlich diesem Aufruf heute von Khamenei gefolgt und haben für sein Wohlergehen gebetet. Im Gegenteil. Ja, da fangen jetzt viele an zu spekulieren. Gibt es schon Vermutungen, wie es zu dem Unglück kommen konnte? Es gibt viele Spekulationen, natürlich nach diesem Konflikt zwischen Iran und Israel. Auch dahingehend könnte es ein Sabotageakt gewesen sein. Dazu gibt es bisher noch überhaupt keine Indizien. Fakt ist, es war ein stark verregneter Tag mit viel Nebel. Es ist eine sehr schwierige Bergregion, also bislang gibt es da keine Indizien für. Es wird nach allen Richtungen hin gesucht. Katharina Willinger, vielen Dank für die Einschätzungen nach Istanbul. Tja, wenig Zweifel herrscht dagegen darüber, dass Israel für einen Luftangriff im zentralen Gazastreifen heute verantwortlich ist. In Nusayrat wurden dabei offenbar mindestens 27 Menschen getötet. In Tel Aviv glaubt man, dass sich in dem Gebiet die militant-islamistische Hamas teilweise neu formiert. Fern jeglicher militärischer Strategie werden überall im Gazastreifen Lebensmittellieferungen sehnsüchtig erwartet. Hilfe kommt auf dem Landweg auch aus Jordanien. Von dort führt der Weg über das Westjordanland nach Gaza, oft über den Grenzübergang auf der Allenby-Brücke Richtung Takumiya, um dann bis an die Grenze nach Erez im Norden Gazas zu fahren. Eine durchaus riskante Route, weil manche im Westjordanland nicht wollen, dass die LKWs mit ihrer Fracht überhaupt ankommen. Hanna Resch. Es sieht aus wie eine Reisegruppe. Aber was diese Israelis vorhaben, ist eine politische und potenziell gefährliche Aktion. Sie wollen Hilfsgüter auf ihrem Weg nach Gaza schützen. In 30 Minuten kommen sie da an, wo LKWs in den letzten Tagen immer wieder von radikalen israelischen Siedlern überfallen wurden. Ich mache mir Sorgen. Wir haben letzte Woche die Bilder von den Angriffen der Siedler auf die Lastwagen gesehen. Sie sind gewaltbereit und radikal. Wir haben Zugang zu den WhatsApp-Gruppen der Siedler. Also wissen wir, dass sie bereits am Grenzübergang Takumiya sind. Uri Weltmann ist einer der Organisatoren bei Standing Together, die sich für das Zusammenleben von Palästinensern und Israelis einsetzen. Der Grenzübergang ist schon zu sehen. Passt auf euch auf. Wir sind nicht hier, um Helden zu spielen, sondern zu dokumentieren und die Polizei dazu zu bringen, einzugreifen. Noch während sie ihre Aktionswesten anziehen, geht es los. Radikale Siedler nähern sich und versuchen, die Gruppe zu provozieren. Wenn wir nicht hier sind, hat die Armee und die Polizei anscheinend zugelassen, dass sie LKWs zerstören. Hat ihnen erlaubt, LKWs zu verbrennen und deshalb sind wir hier, um sicherzugehen, dass die Trucks durchkommen und die Polizei ihren Job macht. Dieses Mal greift die Polizei ein. Ein erster Erfolg aus Sicht der Organisation. Dann ein LKW fährt vorbei. Ohne Zwischenfall. Doch dann wird ein LKW ein paar Kilometer weiter doch angegriffen. Siedler haben ihn angehalten und Essenspakete von der Ladefläche gezogen. Der LKW konnte weiterfahren. Aber die Siedler bleiben, warten auf den nächsten Transporter, sind aggressiv. Immer mehr Leute von Standing Together kommen an und suchen das Essen, das noch zu retten ist, zusammen. Leute sind so böse. Menschen in Gaza verhungern. Und Menschen in Israel wollen sie verhungern lassen. Am Ende hält die Polizei die Siedler hier im Schacht. Verhaftet wird niemand. Dank der Präsenz von Standing Together können aber heute mindestens 5 weitere Hilfstransporte ohne Zwischenfall sicher weiterfahren. Morgen wollen sie wieder hier sein. Blicken wir jetzt in den Südwesten Deutschlands, wo in Saarbrücken auf der Stadtautobahn weiterhin nur die Saar fließt. Es gab 9 Regen und mancher Keller lief wieder voll. An der Grenze zu Frankreich kommen viele Menschen nur mit dem Boot aus ihren Wohnungen. Und auch in Rheinland-Pfalz sind an der Mosel noch viele Orte überflutet. Trotzdem hat das Aufräumen bereits begonnen.
Für die nächsten Tage allerdings ist weiterer Regen nicht ausgeschlossen. Tja, und Überschwemmungen machen gerade auch anderswo auf der Welt den Menschen das Leben wirklich schwer. Dieses Bild zeigt Porto Alegre im Süden Brasiliens. Auch dort Wasser, wo sonst nur Land zu sehen ist. Und das seit Ende April. Mehr als 150 Tote gab es bislang im Flutgebiet. Xenia Böttcher. Welcher Tag ist heute? Fabio Araujo weiß es nicht. Nach 3 Wochen Hochwasser ist es einfach ein Tag mehr, an dem der Kampfsportler hilft. Freiwillig. Denn es ist eine nie dagewesene Katastrophe in Rio Grande do Sul. Alle Hände werden gebraucht. Ich war viele Jahre Rettungsschwimmer in den USA. Wenn du einmal Leben rettest, tust du es für immer. Ich konnte nicht zu Hause bleiben. Darum bin ich hier. Fabio ist aus Rio de Janeiro gekommen und hilft Spenden aus ganz Brasilien zu verteilen. Decken, Essen, Trinkwasser an Menschen, deren Hab und Gut auf eine Styroporplatte passt. Gut, dass ich alles in Plastik eingepackt hatte. Das ist unser Reichtum, die Geschichte meiner Familie. Es ist für den Neuanfang. Darum habe ich es auf etwas gestellt, das schwimmt. Ende April überflutet Starkregen weite Teile von Rio Grande do Sul, ein Bundesstaat in der Größe Italiens. Seitdem folgte ein Unwetter auf das nächste. Jahrelang warnten Wissenschaftler, die Region sei nicht auf den Klimawandel vorbereitet. Nun sind 2 Millionen Menschen von der Überschwemmung betroffen. José de Lima López hat dieses Haus in Porto Alegre selbst gebaut. Sein Bruder ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Wie er werden mehr als 600.000 Betroffene ein neues Zuhause brauchen. Ihm ist klar, es gibt kein Zurück. Ganze Stadtteile hätten längst umgesiedelt werden müssen, meint er. Es wird auch in der Zukunft immer schlimmer mit dem Extremwetter. Starkregen, auf der Erde schmelzen Gletscher, El Niño. Die Natur überreicht uns die Rechnung für das, was wir ihr antun. Heute scheint die Sonne. Das erste Mal seit langer Zeit haben die Helfer hier Boden unter den Füßen. Hoffnung und Sorge gehen Hand in Hand. Bis vor kurzem sind wir noch über die Autodächer hinweggefahren. Jetzt tauchen sie auf. Aber ein neues Unwetter ist vorhergesagt. Wie lange das Hochwasser noch anhält, unklar. Sicher ist, der wirtschaftliche Schaden wird ganz Brasilien treffen. Die emotionalen Kosten sind nicht zu berechnen. Tja, wir machen jetzt erstmal weiter mit Nachrichten vom Tage und mit Konstantin. Deutschland und Frankreich sind zutiefst besorgt über die Lage in Georgien. In einer Erklärung von Kanzler Scholz und Präsident Macron heißt es, beide Länder nehmen mit tiefem Bedauern die Entscheidung der georgischen Regierung zur Kenntnis, vom Pfad in Richtung EU abzuweichen. Hintergrund ist die Verabschiedung eines umstrittenen Gesetzes zur Einschränkung ausländischer Einflüsse auf Nichtregierungsorganisationen. Es erinnert an ähnliche Regelungen in Russland. 4 Tage nach den Schüssen auf ihn ist der slowakische Premierminister Fico außer Lebensgefahr. Der 59-Jährige müsse aber weiter intensivmedizinisch behandelt werden, sagte Vize-Regierungschef Kalinjak. Fico war am Mittwoch auf offener Straße durch mehrere Schüsse schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Attentäter sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Laut Innenminister Eshtok hat er möglicherweise doch nicht allein gehandelt. Der FC St. Pauli hat seine Zweitligasaison mit der Meisterschaft gekrönt. Die Elf von Trainer Hürzeler gewann mit 2:1 beim SVW in Wiesbaden und verteidigte Rang 1 vor Holstein Kiel. Morgen wird der Aufsteiger seinen Erfolg ausgiebig in Hamburg feiern. Auch 2 Absteiger stehen fest. Neben dem VfL Osnabrück muss der FC Hansa Rostock den Weg in die Drittklassigkeit antreten. Der Karneval der Kulturen in Berlin hat mit einem farbenprächtigen Umzug seinen Höhepunkt erreicht. Hunderttausende Schaulustige säumten die Straßen im Stadtteil Kreuzberg und tanzten mit, als die Parade mit knapp 60 Gruppen aus verschiedenen Ländern an ihnen vorbeizog. Das mehrtägige Kulturfest wird seit 1996 gefeiert, um ein Zeichen für Vielfalt und für ein friedliches Miteinander zu setzen. Und nochmal Fußball. So einen wie Jürgen Klopp, den lässt man sehr ungern ziehen. Einer, der elektrisieren und motivieren kann, der einem das Gefühl gibt, etwas ganz Besonderes zu sein, der immer an die Grenze geht, ohne komplett drüber oder lächerlich zu wirken, was in der verrückten Fußballwelt gar nicht so einfach ist.
Klopp, der Mann der großen Worte, der aber auch oft genug Wort hält. Liverpool hat er nach schwierigen Jahren zur Meisterschaft und Champions-League-Sieg geführt. Der so einem, dem sagt man nur unter Schmerzen tschüss. Aber heute, nach dem letzten Spiel mit den Reds, war es soweit. Valerie Krall. Es ist schon etwas Besonderes, wenn Fußballfans dir ein eigenes Lied widmen. Das Jürgen-Lied gibt es schon seit ein paar Jahren. Aber heute singen sie es hier besonders inbrünstig. Jürgen Klopp hat sichtbar Spuren hinterlassen in Liverpool. Hat in mehr als 8 Jahren als Trainer den Verein wieder in die Erfolgsspur gebracht und dabei die ganze Stadt mitgerissen. Er hat den Club verstanden und er hat Freude und Enthusiasmus zurück nach Liverpool gebracht. Es ist, als würde man seine große Liebe verlieren. Oder seinen Vater oder Onkel. Und so strömen sie heute an die Anfield Road, um ihren Helden zu verabschieden. Das ganze Stadion zollt Jürgen Klopp Tribut. You'll never walk alone, rufen sie ihm zu. Ein letztes Mal. Der Meistertitel war längst außer Reichweite. Trotzdem beschert die Mannschaft ihrem Trainer einen 2:0-Sieg gegen Wolverhampton. Nach dem Abpfiff wendet sich der Trainer dann an seine Fans. Ich bin so glücklich über euch, die Atmosphäre, über das Spiel, darüber Teil dieser Familie zu sein, einfach über uns. Ein emotionaler Abschied nach 8,5 emotionalen Jahren. Genau damit ist Jürgen Klopp, Klopp bei den Liverpudlians so gut angekommen. Er hat uns im Nirgendwo abgeholt und hier hingebracht. Wir können nur hoffen, dass es so weitergeht, denn er hat uns den Glauben geschenkt. Von den 30 Spielen, bei denen ich bis jetzt war, war das Tragischste. Es war einfach... We're so glad that Jürgen is a Red. We're so glad he delivered what he said. Jürgen said. Wem heute die Worte fehlen, dem bleibt zumindest das Jürgen-Lied. I'm in love with him and I feel fine. Große Gefühle. Mal sehen, ob wir bei Carstens Wetter jetzt auch so emotional werden. Ja, ich hätte auch gern so ein großes Herz in der Choreo auf der Südtribüne in Schwarz-Rot-Gold. Man kann es wirklich kaum fassen, was dort abgeht. Beim Wetter geht es um ganz andere Themen, um Regenschauer auch heute wieder. Starke Regenschauer in einzelnen Orten. Es gab 4 Messstationen, die hatten heute, wir sehen hier die Radarbilder des heutigen Nachmittags und abends, 4 Messstationen, die hatten heute mehr als 30 Liter pro Quadratmeter. Es war Eslohe im Sauerland, in Kirn, in der Pfalz. Da wurden heute mehrere Straßen auch wirklich überschwemmt. In Bühlhausen, in Thüringen und in Perleberg, das waren die Orte mit den stärksten Regenmengen. Wir sehen aber auch, jetzt aktuell ist das meiste verschwunden. In der Nacht beruhigt sich das Wetter weiter. Und deshalb schauen wir nach vorne und müssen wir vor allem auf den Dienstag und den Mittwoch achten. Morgen ebenfalls im Nordwesten ein paar Schauer. Aber hier kommt das nächste Starkregentief für den Dienstag in den Südwesten erneut und zieht dann mit diesem starken Regen nach Norden. Und dann kann es vor allem am Mittwoch im Norden Deutschlands ebenfalls kräftige Gewitter und Regenschauer geben. Aber bis dahin verläuft das Ganze erstmal etwas ruhiger. Heute Nacht nachlassende Schauer und Gewitter. Und dann tagsüber im Süden, im Osten, auch im ganzen Nordwesten durchaus auch mal sonnige Phasen. Und das Wichtigste passiert morgen auf dieser Schiene von Niedersachsen bis zur Mecklenburgischen Seenplatte. Hier wird es morgen Nachmittag die kräftigsten Schauer und Gewitter geben. Ansonsten sind es eher nur einzelne. Die Temperaturen nachts 7 bis 14 Grad, tagsüber im Süden und im Osten bis zu 25 Grad. Aber auch ansonsten sehr angenehm mit 20 bis 23 Grad. Die weiteren Aussichten, der Dienstag mit dem Achtungszeichen im Südwesten, am Mittwoch im Norden die kräftigsten Schauer und Gewitter und insgesamt wieder ansteigende Temperaturen bis 28 Grad. Danke, Carsten Schwanke. Und wir können jetzt schon guten Morgen sagen. Es ist nämlich nach Mitternacht mittlerweile. Und es ist definitiv Zeit für uns zu gehen. Hier folgt eine politische Filmnacht.
Ja, mit dem Blick von Filmschaffenden auf den von Terror und Krieg bestimmten israelisch-palästinensischen Konflikt. Wir sind selbstverständlich auch am Pfingstmontag für Sie da, sagen jetzt aber erstmal Tschüss. Tschüss.